Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Vlog. Ich stehe hier gerade im Innenhof, denn ich bin auf dem Weg zum blauen Häuschen. Ich habe mich hier schon in meine schönsten Klamotten wieder geworfen, habe mein Putzeimerchen dabei und gehe jetzt zu dem Haus, was wir gerade renovieren. Es ist nämlich fast fertig. Es ist so in den letzten Zügen. Die Küche wird gerade noch eingebaut. Ja, und da wollte ich jetzt einmal Grundreinigung machen, bevor wir dann die restlichen Möbel aufbauen, wie das Betten, das Sofa etc. Deswegen habe ich jetzt hier meinen Eimer und jetzt gehen wir da hin zusammen und machen ein bisschen sauber. Und gleichzeitig seht ihr natürlich auch so ein bisschen den Fortschritt wieder im Haus. Oh. Los geht's. So, das ist das Bad, das kennt ihr bereits. Was jetzt einmal hier sauber gemacht werden muss. Der ganze Staub von den Fliesen. Hier im Spiegel sieht man noch relativ viel gut, wie dreckig das hier ist. Und dann mal schauen, ob ich hier schon weitermachen kann, weil hier halt ziemlich viel Kram jetzt noch rumliegt. Das ist das Bett, was hier reinkommt. Aber ich kann ja schon mal so grob hier einmal durchsaugen und einmal den Staub wegmachen. Und da sehe ich auch schon das Putzzeug. Was ist das? Die Waschmaschine. Das ist das Klo. Ah ja. So, und ich nutze natürlich die Gelegenheit und putze hier alles mit meinen neuen Mikrofasertüchern. Ihr habt es schon auf Instagram gesehen, ich habe neue Mikrofasertücher zugeschickt bekommen und ich bin wirklich begeistert. Ich habe sie jetzt ein paar Wochen lang getestet und ich kann euch sagen, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zu anderen Mikrofasertüchern. Ich war ja schon Fan von diesen normalen Mikrofasertüchern, die jeder zu Hause hat. Also da bin ich ja schon, ja, sehr krasser Mikrofasertuchvertreter, aber mit diesen Teilen, mit diesen Dingern von der Marke Sima, ist es nochmal was ganz anderes. Da braucht man nämlich gar kein Putzmittel mehr oder fast keins mehr. Man geht einfach nass über die Flächen mit einem Sima-Tuch vorher drüber und dann trocken mit allem hinterher. Und ich kann euch sagen, es ist streifenfrei nachher. Egal was, Fenster, Spiegel, glatte Oberflächen. Die putzen einfach mega gut, streifenfrei, sauber, glaubt es mir. Ich habe es auch erst nicht so geglaubt. Ich dachte, ja, ist jetzt kein großer Unterschied zu den normalen Mikrofasertüchern. Aber doch, denn diese hier sind in der Struktur anders gewebt als die normalen. Und die nehmen daher noch mehr Schmutz und noch mehr Dreck und noch mehr Staub und sowas auf. Ich lasse euch den Link in der Beschreibung da. Wäre zum Beispiel ein gutes Geschenk für die Schwiegermutter. Bei der Toilette benutze ich natürlich Putzmittel, da habe ich jetzt dieses hier von Reinette. Das ist nämlich 100% recyclable, also recyclable. We'll be right back.
So sieht es jetzt aus. Tada! Jetzt ist die Küche erstmal wieder ein bisschen aufgeräumt her und der grobe Staub ist weg. Ich habe jetzt hier erstmal das an die Seite gestellt. Das sind halt noch die ganzen Sachen, die Steph noch gebrauchen könnte. Ich weiß es gar nicht, die ganzen Schrauben und so. Und ja, jetzt demnächst muss die Küche jetzt erstmal hier komplett installiert werden. Sprich, die Abzugshaube muss oben dran. Die Einbauschränke, weil es ist ein Einbaukühlschrank, die Schränke dafür kommen bald. Da fehlt noch eine Schublade, die Spülmaschine muss eingeräumt werden. Ja, so Kleinigkeiten noch. Die ganzen Sachen liegen da noch, die kompletten Leisten müssen unten noch dran. Und dann muss hier alles wieder rausgeräumt werden. Aber so bin ich jetzt erstmal schon gut zufrieden, so wie es jetzt aussieht. Im Bad, das habt ihr ja gerade schon gesehen, ja, wie gesagt, die Dusche. Und hier sind auch erstmal alles wieder ordentlich. Und ich gehe jetzt wieder nach Hause, esse was zu Mittag und dann wartet noch das Kinderzimmer von Tiny auf mich. Das habe ich angefangen umzuräumen und dann kam Besuch. The worst case ist eingetroffen. Das ist jetzt nämlich seit gestern, ist es da alles so stehen und liegen geblieben. Das kann ich gar nicht haben, also es juckt mir in den Fingern, dass ich da weitermache. Also, wenn euch das Video gefallen hat, drückt mir gerne einen Daumen nach oben. Lasst einen Kommentar da, was ich demnächst nochmal filmen könnte, was euch interessiert. Das hilft mir immer sehr. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.